Willkommen zur Pressekonferenz vor dem nächsten Spiel auswärts beim FC Hansa Rostock für den VfL Osnabrück. Hier oben mit Daniel Thun und Halli Safran. Und starten wir mal direkt rein mit einem kurzen Rückblick auf Magdeburg, Daniel. Das war der Einstand, dein persönlicher Einstand, auch ergebnistechnisch zumindest nicht erfolgreich. 0-2 verloren. Welche positiven Rückschlüsse kannst du trotzdem aus dem Spiel ziehen? Ja, so in der Nachbetrachtung gab es einige positive Dinge, die wir auch richtig gemacht haben. Ich glaube, wie heute zu lesen war, wir hatten 36 Minuten Ballbesitz. Das klingt im ersten Moment vielleicht nicht nach wirklich viel, wenn ein Spiel 90 Minuten dauert, aber eine Nettospielzeit ist dann halt irgendwo immer liegt bei 50, maximal 60 Minuten. Und wenn man dann 36 Minuten für sich generiert, dann hat man nicht ganz so viel verkehrt gemacht. Was wir nicht gut gemacht haben, war dann irgendwo das Spiel mit dem Ball, diese 36 Minuten halt auch nicht in wirklich Torschancen umzumünzen. Aber das heißt auch, dass wir sehr kompakt gestanden sind. Der Gegner hat uns vielleicht mehr die Räume überlassen. Aber auf der anderen Seite haben wir die Ballbesitzzeit des Gegners natürlich auch sehr, sehr gering gehalten. Gerade als wir sehr kompakt geordnet hinter dem Ball standen, war es für uns dann gut, aus diesen engen Räumen dann auch Ballgewinne zu erzielen. Und entsprechend stimmt mich das erstmal positiv. Darüber hinaus, ja, wir wollten diesen Moment, diesen einen Moment haben, wo wir Magdeburg halt frühzeitig schon irgendwo vielleicht mit dem Tor bestrafen, dass wir das Stadion, dass wir die Zuschauer hinter uns bekommen. Dieser Moment war vielleicht kurz da in der vierten Spielminute. Hätte Emma da das Tor erzielt, dann wären wir sicherlich in dem Moment gewesen, wo wir die Brücke hätten beben lassen können. Aber ja, Laber, Geisterfahrer, Magdeburg ist abgehakt und das Ergebnis ist bekannt. Nächste Woche stellen wir den Phrasenschwein auf. Ja, jetzt geht's nach Rostock. Blicken wir voraus am Freitag um 19 Uhr im Ostseestadion. Durchaus schwieriges Auswärtsspiel vor großer Kulisse. 4 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen. Mit welchen Erwartungen gehst du ins Spiel, beziehungsweise fährst du nach Rostock? Ja, mit der Niederlage der letzten Woche ist es vielleicht in der Gesamtheit nicht einfacher geworden, aber ich bin absolut positiv besetzt. Wir sind im Trainerteam total positiv besetzt. Die Jungs haben in dieser Woche in den vielen intensiven Einheiten richtig gut gearbeitet. Wir arbeiten vornehmlich heute auch daran, aus diesen vielen Ballaktionen noch viele Torabschlüsse, vielleicht dann etwas mehr unter Gegnerdruck, zu trainieren. Und dann kommt mit Rostock ein Gegner, der klar auch auf dem Freitagabend zu Hause die Punkte behalten möchte, aber unser Ziel ist, dass wir da hinfahren und zum Einstand hat es nicht geklappt, aber jetzt wünsche ich und wir arbeiten an 3 Punkten. Halli, dann kommen wir mal zu dir. Du hast ja eine Rostocker Vergangenheit, für dich wahrscheinlich auch deshalb, aber auch aufgrund der aktuellen sportlichen Situation sicherlich ein besonderes und wichtiges Spiel. Letztes Jahr konnte der VfL 1-0 gewinnen, davon kann man sich natürlich heute nichts mehr kaufen, aber wie sind deine Erwartungen an das Spiel in diesem Jahr? Ja, ich glaube schon, dass es so wie viele andere Spiele oder wie die meisten Spiele in dieser Liga ein sehr, sehr hartes, umkämpftes Spiel werden wird. Alleine der Blick auch auf die Statistik von Rostock zeigt schon, dass sie defensiv sehr, sehr stabil stehen. Viele Spiele oder noch nicht viele Gegentore bekommen haben. Daher glaube ich, so wie gesagt, kein anderes Spiel, dass es definitiv nicht einfach wird. Aber wir fahren dort trotz dieser Misere, die wir jetzt irgendwie im Rücken haben, die wir auch am Freitag leider nicht abschütteln konnten, fahren wir dorthin, um klar zu punkten. Also ich fahre dort nicht hin. Für mich ist es auch kein besonderes Spiel, weil es Rostock ist. Für mich ist es ein besonderes Spiel aufgrund der Situation. Rostock ist schon mittlerweile knapp drei Jahre her, dass ich jetzt auch hier in Osnabrück bin. Von daher spielt es für mich jetzt nicht die allergrößte Rolle, dass ich dort bin, wo ich schon mal war. Das ist jetzt zum aktuellen Anlass. Es ist für mich nicht interessant, sondern es geht eigentlich einzig und allein darum, dass wir mit dem VfL Osnabrück dort erfolgreich sind. Also, es war in den letzten Wochen und Tagen auch viel von diesem Rucksack die Rede. Du hast gerade auch von Abschütteln gesprochen. Wie ist denn die aktuelle Stimmungslage so nach dem Ergebnis Magdeburg? Vielleicht war Abschütteln das falsche Wort. Ich trage gar keinen Rucksack bei mir. Ich habe keine schwere Last bei mir, überhaupt nicht. Im Gegenteil, Fußballspielen macht Spaß. Jeder, der Fußball spielen darf, also Freitag 19 Uhr in Rostock im Ostseestadion zu spielen, vor, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich knapp 10.000, vielleicht sogar ein bisschen mehr Zuschauern, dürfte für gar keinen Rucksack bedeuten. Also das Wort würde ich auch gar nicht in den Mund nehmen und auch gar nicht mit mir schleppen, sondern ich bin positiv gestimmt, dass ich Fußball spielen darf in solchen Stadien, dass ich sowas erleben darf. Und das sollte jeder von uns in der Mannschaft haben, dieses Gefühl, dass wir Spaß haben, Fußball zu spielen, dass wir das irgendwo
als positives Gefühl für uns mitnehmen, ne, dass wir dort spielen können, aber wir wollen dort, wie gesagt, gewinnen. Natürlich gehört zum Fußball dazu, so wie wir hier sitzen, glaube ich, hat jeder so eine Phase schon mal erlebt, dass man eine negative Phase hat, die haben wir definitiv gerade, aber es geht auch ganz schnell im Fußball, dass man die negative Phase abschüttelt, dass man die negative Phase hinter sich lässt und daran gilt es zu arbeiten. Das wollen wir so schnell wie möglich und das möglichst halt Rostock jetzt am Freitag. Daniel, mit welchem Personal kannst du es tun, beziehungsweise wer steht auch nicht zur Verfügung, abgesehen von den Langzeitverletzten? Ja, Adam Susac ist gestern wieder ins Training eingestiegen, Markus Alvarez gestern, zudem der Jules Reimering schon zu Beginn der Woche. Das heißt, aktuell ist der Emanuele Joa noch angeschlagen. Wir müssen sehen, ob er heute voll trainieren kann. Und wenn alle gesund sind, alle bereit sind, dann wird mit Jules eine weitere Option dazukommen, sodass wir den Kader dann vielleicht wieder anders aufstellen müssen zum Spiel gegen Rostock. Und dann gebe ich frei für die Fragerunde, wenn es denn welche gibt. Darfst du gerne, Stefan, das Mikro ein bisschen weiter weg, das ist sonst knarrt sonst immer, besonders bei dir beim letzten Mal. Halil, bist du denn jetzt auch in diesen Tagen jetzt auch als Kapitän besonders auch gefragt, was Aufbauarbeit in der Truppe anbetrifft, insbesondere den Trainer zu unterstützen oder wie es... Daniel sagt ja gerade, das Trainerteam ist positiv besetzt. Ist die Mannschaft auch positiv besetzt oder musst du da jetzt auch viele Sondergespräche führen? Na, das nicht. Und ich sehe meine Aufgabe als Kapitän auch nicht oder als Führungsspieler auch nicht, mit jedem Spieler einzeln zu sprechen und ihn positiv zu stimmen. Es geht darin, als Führungsspieler, als Kapitän, als Spieler, der zuletzt jetzt auch gespielt hat, voranzugehen mit den grundlegenden Dingen, die wir jetzt einfach brauchen, wieder Erfolg zu haben. Und das ist nun mal Laufbereitschaft, Zweikämpfe gewinnen, keinen Ball verloren zu geben, alles verteidigen zu wollen, was uns nur in den Weg kommt. Und in erster Linie geht das selber vormachen, ne? Vom Reden. Haben die Jungs auch nichts, wenn ich rede und nichts mache, sondern im Gegenteil, man muss selber vorangehen. Und das habe ich bisher immer getan und das werde ich auch weiterhin tun, so wie alle anderen Jungs auch, die im Boot sind. Ne? Also jeder muss sich selbst hinterfragen und selbst anpacken, selbst am Kragen packen und sagen, okay, wir wollen da zusammen raus, wir wollen da zusammen, wieder die ersten Punkte einfahren, wieder gewinnen und das geht nur über, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, die grundlegenden Sachen und dafür stehe ich auch, dass ich damit vorangehe und natürlich, wenn es mit Sicherheit gibt, war vielleicht auch ein bisschen überspitzt gerade, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, wo man mal noch einen Tipp mitgibt oder mal Kleinigkeiten besprechen kann, wie man vielleicht die Abläufe vielleicht ein bisschen besser hinbekommt im Spiel, aber grundsätzlich sehe ich meine Aufgabe darin, voranzugehen und dann, wenn es ungemütlich wird, und da sind wir jetzt gerade, wenn Gegenwind da ist, dort zu stehen und probieren die Mannschaft mit allem, was ich habe, zu unterstützen. Aber wie gesagt, das können nur wir alle zusammen schaffen und da bin ich aber trotz der Niederlage auch am Freitag positiv gestimmt. Wir haben gerade gehört, es waren auf jeden Fall positive Ansätze. Es wird gut angenommen von der Mannschaft, was wir im Moment trainieren, wie wir uns auf den Gegner vorbereiten und daher habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl und ich will gar nicht mehr, auch wenn es schwerfällt in dieser Situation, die negativen Sachen wegzulassen, aber was ich eben gesagt habe, wir müssen die Gier entwickeln, Spaß haben, Fußball zu spielen und Spiele gewinnen zu wollen und das sollte unser Anspruch sein. Daniel, wie kommen solche Aussagen? Marc Wachs hatte letzte Woche nach dem Spiel gesagt, also viele Aktionen, das hat nichts mit Profifußball zu tun, sondern das war Jugendfußball. Wie kommt das bei dem Trainer an? Ja, ich habe mit Marc drüber gesprochen. Also letztendlich ist es vielleicht dann falsch aufgenommen worden oder vielleicht dann auch nicht das ausgedrückt worden, was er damit sagen wollte. Es sind einfach Kleinigkeiten, die im Moment uns vielleicht dann auch zumindest letzte Woche auf die Verliererstraße gebracht haben. Und da geht es nicht nur um die einzelne Situation, sondern vielleicht auch eine Folge von Fehlern. Und die hat er damit versucht anzusprechen. Und demnach habe ich kein Problem mit einer offenen Aussage, es auf Jugendfußball dann zu reduzieren. Ich meine, das ist klar, die Jungs im Jugendbereich, die machen dann vielleicht noch ein paar häufiger Fehler, aber sind auch sehr bemüht und das ist nicht anderes als bei der Mannschaft auch. Gut, und du sparst ja selber auch gerade nochmal an, 36 Minuten Ballbesitz gegen Magdeburg. Wie sind da jetzt die Ideen, die Konzepte, sagen wir, dass aus diesem Ballbesitz auch mehr Tormöglichkeiten generiert werden, dass die Strafraumstürmer wie Halli Safran dann mehr gefüttert werden. Wie willst du da jetzt weiter Ideen entwickeln? Gut,
der Ansatz war, letzte Woche auch mit der Ballbesitzzeit und sehr vielen Pässen, die wir gespielt haben, vielleicht das Ganze auch etwas, das ist ja das, nach vorne vielleicht mehr auszurichten. Wir haben sehr viele Pässe quer gespielt, wir haben Pässe zurückgespielt. Das hängt damit zusammen, dass vielleicht die Sicherheit dann auch fehlte, beim 0-2 auch sehr, sehr schwer. Aber wir haben auch gesehen, wenn wir Pässe tief gespielt haben, da war die Situation mit Halil, wo er kurz knapp im Abseits steht, der tiefe Ball von Sebastian Klaas, dass wir dann in die Tiefe da reinkommen. Was wir in der letzten Woche vornehmlich versucht haben, auch wir wollten aus dem Passspiel heraus viele Torabschlüsse haben, das haben wir ohne Gegnerdruck gemacht. Wir haben gesehen am Freitag mit dem Gegnerdruck, dass dann vielleicht der ein oder andere leichte Fehler gemacht wird. Das versuchen wir in dieser Trainingswoche halt etwas zu verändern. Wir werden das Ganze unter Gegnerdruck trainieren, aber trotzdem immer noch mit den Möglichkeiten, dass wir sehr viel viele Torabschlüsse haben. Und Torabschlüsse mit erzielten Tore im Training steigt die Sicherheit, steigt auch vielleicht das Gefühl, sich in diesen Räumen dann besser durchsetzen zu können. Und wir wollen die Qualität da erhöhen im letzten Drittel. Wir wissen auch, wo wir ansetzen und entsprechend auch da bin ich immer noch guter Dinge, dass vielleicht dann nicht die Null vorne bei uns steht am Freitag. Halil, die aktuelle Diskussion um die Präsidentschaft beim VfL, ist das ein Thema in der Mannschaft oder interessiert euch das eher wenig? Nicht interessieren würde ich nicht sagen. Natürlich befasst man sich damit, was in dem eigenen Verein passiert, was drumherum geschieht, die Diskussion. Wer dort zur Wahl steht und wer auch nicht. Natürlich befasst man sich der eine mehr, der andere weniger. Aber für uns steht in allererster Linie der Fokus auf das Sportliche. Wir haben keine Zeit für Ausreden. Wir können uns nicht damit befassen, was in der Geschäftsführung und im Präsidium passiert. Das sind nicht Sachen, erstmal, die können wir sowieso nicht beeinflussen. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist am Wochenende in den 90 Minuten. Und da liegt unser Fokus besonders drauf. Gerade in der jetzigen Situation haben wir gar nicht die Zeit, auch nicht das, was heißt das Recht, nicht, aber wir haben gar nicht die Möglichkeit dafür, uns damit zu befassen. Wir haben sehr, sehr schwierige Wochen vor uns, sehr, sehr schwierige Wochen liegen auch hinter uns. Von daher müssen wir den Trend ins Positive fortsetzen im sportlichen Bereich, weil ich glaube, wenn man im sportlichen Bereich wieder in ruhigere Gewässer kommt, dann werden die anderen Sachen sich auch wahrscheinlich besser handeln lassen, auch von der oberen Etage. Von daher sind wir, ist so, und das erzähle ich auch nichts Neues, sind wir das Aushängeschild vom Verein und deswegen sind wir in der Pflicht zu punkten und alles andere hat uns im Moment, darf uns nicht zu nahe kommen. Mit den beiden Namen kannst du so auch noch nichts anfangen, die jetzt da als Präsidenten herumgeistern, Kalla Wefel und Manfred Hülsmann. Ich habe ein bisschen was gelesen, aber jetzt direkt, dass ich sie persönlich kenne oder mich damit genauer befasst habe, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, das kann ich auch nicht beeinflussen. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche allen noch einen bunten Tag.